YouTube-Freunde. Ja, willkommen zu einem kurzen Upgrade. Und zwar hat Nvidia natürlich sich Gedanken gemacht, was aus dem Shadow Place werden soll. Die haben sich einfach jetzt gesagt, wir haben jetzt nicht mehr Shadow Place, das nennen wir jetzt Share. Es sind einige Funktionen dazu gekommen, wo ich selber sagen muss, ich habe es getestet in der Beta-Variante bisher und bin damit sehr zufrieden. Also ich finde es besser als vorher, das Shadow Play. Ich bin einfach mal hier reingegangen. Ich werde das nochmal kurz ausschalten, dann könnt ihr das direkt sehen. So, wenn ihr ganz normal eure Leiste unten habt mit dem Zeichen hier, rechte Maustaste, geht ihr auf GeForce Experience, dann bekommt ihr dieses Fenster hier. Dann geht ihr einfach mal hier oben, geht einfach auf Aktivieren. Ohne dem läuft es ja nicht, ihr müsst es ja aktivieren. Vorher habt ihr so ein Zusatzfenster gehabt, ein Shadowplay, das fällt jetzt weg. So, ihr seht auch, es ist gleich weiß geworden hier und ein bisschen kräftiger die Farbe. Und schon könnt ihr hier praktisch auf eure ganzen Funktionen hier reingehen und ich gehe jetzt einfach mal die Punkte durch. Bei Allgemeinen habe ich jetzt zum Beispiel eingestellt, dass er von GeForce Experience auch die Updates zieht. Nur dann bekommt ihr auch die Beta-Variante. Sonst habt ihr nämlich noch das alte Shadowplay, weil das Share mittlerweile nur an der Beta läuft. Ja, was haben wir denn sonst gemacht? Das andere haben wir so gelassen. Dann gehen wir hier mal einmal in Share rein. So, die haben sich gesagt, Kamerafunktion könnt ihr selbst entscheiden, wo. Ich habe es ausgelassen. Die Statusanzeige lasse ich auch weg. FPS brauche ich auch nicht im Spiel. Zuschauer ist nur wichtig, wenn ihr zum Beispiel live streamt, kann man hier hinklicken, dann wird der Zuschauer die Anzahl da eingeblendet. Ich lasse es mal weg. Die Rig Details will ich auch nicht haben, die lasse ich auch aus. Ihr seht schon, ist ausgeschaltet. Früher bei Shadowplay musste man hier unter dem Monitor so einen Haken machen, den haben die auch entfernt, damit man es nicht vergisst. Ich glaube, das kommt nachher weiter unten, da kommen wir noch zu. Ja, Tastenbelegungen sind so ziemlich gleich geblieben. Es sind noch ein paar dazugekommen, und zwar Share öffnen mit Alt-Z. Also es sind die Standardvorgaben. Ihr könnt demnächst ein benutzerdefiniertes Overlay während der Übertragung ein- und ausschalten oder auch benutzen. Zum Beispiel auf Twitch oder auf YouTube, wenn ihr live streamt, was hiermit auch möglich ist. Bloß zurzeit in der neuesten Beta geht es immer noch nicht. Ich habe selbst probiert, mit der PNG-Datei die einzubinden. Er zeigt die nicht an, aber es ist ja auch halt Beta. Gut. Das in der Galerie ist auch neu. Bildschirmbild in der Galerie speichern. Dann haben wir, was haben wir noch neu? Die letzten 5 aufgezeichneten Minuten speichern. Ich glaube, das ist auch neu. Das war vorher auch nicht als Tastenkombination. Dann bei Sendung könnt ihr selber sagen, aus was wollt ihr immer gefragt werden? Wollt ihr direkt nur Twitch, nur YouTube oder gar nicht übertragen? So, ich will immer gefragt werden. Ihr könnt hier auch ein benutzerdefiniertes Overlay als PNG-Datei, so wie wenn ihr mit OBS zum Beispiel eure Twitch-Overlays erstellt, könnt ihr auch die PNG einbinden, aber es funktioniert in der Beta leider noch nicht. Ich habe schon das Feedback unten abgegeben dazu und hoffe, dass es in den nächsten Updates integriert wird, dass es auch funktioniert. Aber das ist eigentlich das kleinste Problem. So, der English-Server, da habe ich zum Beispiel fürs Twitchen immer den Frankfurter genommen. Es kommt darauf an, wo ihr herkommt. Ich nehme immer den, weil der läuft für mich hier in Schleswig-Holstein sehr gut. Dann eben beim Streaming erlauben, anderen meinen Spielen teilzunehmen. Und die Aufzeichnungspfade mit Temp-Pfade war wie in der alten Version ja auch im Shadowplay das gleiche. Was jetzt hinzugekommen ist, schaltet die Desktop-Erfassung für Videobeweis, Aufnahme, Übertragung und Bildschirmabbilder ein. Das war früher dieser Haken, der hier unterstand. Wenn ihr nicht dran erinnern könnt, wenn ihr Shadowplay hattet, damit ihr zum Beispiel Fensteraufnahmen speichern konntet, so wie Minecraft und so, musste man immer den Haken vorher machen, Desktop-Aufnahmen. Und das ist jetzt hier ganz unten hingewandert. Es kommt kein extra Fenster wie bei Shadowplay mehr. Ist ganz hilfreich gemacht. So, und dann werden wir uns das mal anschauen. Und zwar Alt und Z drücken, um Share zu öffnen. Das heißt, wir können hier direkt draufklicken. Ich mache mal die Leiste, dann haben wir den Desktop soweit frei. Und drücke einfach mal Alt Z. Und ihr seht schon, es kommt ein neues Menü hier drüber von Nvidia. Nennt sich Share Beta. Und ich fange einfach mal mit dem linken an. Der Videobeweis, da könnt ihr selber einschalten oder ausschalten. Ihr könnt ihn anpassen. Ihr könnt einstellen, wie viel Gigabyte er nutzen darf und wie viele Minuten. Die Qualität könnt ihr einstellen, wie viel FPS. Ihr könnt sagen, wie die Bitrate sein soll. Und dann das halt speichern. Und ihr könnt sie auch starten. Dann wird er immer die letzten 5 Minuten aufnehmen. Je nachdem, was ihr da einschaltet. Hier oben 5 Minuten, 1,7 Gigabyte. Bis zu 20 Minuten ist möglich, als Videobeweis aufzunehmen. Da steht Standard auf 5 Minuten. Ich lasse es mal weg, weil ich brauche es eigentlich nicht. So, das Wichtige ist jetzt die Aufzeichnung. Wenn ihr darauf geht, klickt unten auf Anpassen. Ich habe zum Beispiel die Einstellung gemacht auf Benutzer definiert, bin dann hier auf Full HD gegangen und auf 60 Bilder. Mittlerweile ist es schon auf 4K möglich einzustellen, aufzunehmen. Ihr braucht dazu allerdings einen 4K Monitor, der auch unterstützt wird und das Spiel na klar auch im 4K Bildschirmmodus laufen muss, damit er auch 4K aufnimmt. Ist ja ganz normal, ist ja logisch. So, 60 FPS und ich stelle als Bitrate die Megabits pro Sekunde auf 45.
Weil ich habe gemerkt, von 45 auf 50 ist die Datei ein bisschen größer. Allerdings ist das Bild gleich. Es ändert sich hier nichts. Das Auge kriegt das nicht mit. Und dann möchte ich lieber eine etwas kleinere Datei haben. So, dann das Ganze auch speichern. Ihr könnt hier die Aufzeichnung direkt starten oder halt eben nachher mit der Tastenkombination. Da kommen wir nochmal drauf zurück. So, der nächste Punkt wäre das Streaming. Ihr seht schon, ihr könnt eine Einladung senden. Ihr könnt, das wird dann per E-Mail gemacht. Ihr könnt eine Einladung per URL, die wird dann in die Zwischenablage gepackt. Ihr könnt sie eurem Partner dann mitteilen per Steuerung V oder wie ihr das einfügt. Und ja, dann kann es losgehen. Dann könnt ihr miteinander spielen. Hier ist die Gaststörung. Da wird nochmal angegeben, schaut nur zu beim Spielen. Das heißt, ich erkläre es gleich nochmal genau, wie das funktioniert mit dem Spiel. Hier heißt es, spielt an meiner Seite. Das heißt, ihr seid beide Player 1. Er kann also nicht gegeneinander gespielt werden in der Runde. Oder ihr stellt hier zum Beispiel in einigen Spielen, wo es Spieler 2 gibt, könnt ihr zum Beispiel Mortal Kombat X auf dem Rechner haben und das spielen zu zweit, dann ist einer Spieler 1, der andere Spieler 2. Das habe ich selber schon getestet mit Mortal Kombat X und funktioniert schon super. Ton, Bild 1A. Dann geht ihr einfach auf Fertig hier oben, wenn ihr es eingeschaltet habt. Und dann könnt ihr praktisch eine URL geben und dann wird die in die Zwischenablage kopiert. Das wäre dann eigentlich alles. Was noch ganz wichtig ist, die Games, die unterstützt werden mittlerweile, die seht ihr auch schon in Nvidia Systemsteuerung drinne. In diesem Experience, da stehen die Spieler drin, die unterstützt werden. Und ich gehe mal davon aus, es gibt ja auch schon das neue Lego Marvel Avengers für den PC, was jetzt Ende Januar rauskam, 2016. Allerdings habe ich da noch Probleme mit, weil wenn ich da jemanden einlade als Spieler 2, dass er da den Joystick manchmal nicht nutzen kann oder halt nur Bild sieht und keinen Ton bekommt, was dann klar bei Mortal Kombat X ganz anders war. Das wird voll unterstützt. Da sagt der Bild, Ton 1A wird auch übertragen. Ich denke mal, da gibt es so kleine Unterschiede, aber ist ja noch alles in der Beta-Phase und ich gehe davon aus, Nvidia wird da noch was machen. Da kommt noch was. Das war noch nicht der letzte Test. Ja, dann habt ihr einmal die Broadcast-Funktion, was dann klar bedeutet, wenn ihr hier aufklickt auf Anpassen, ihr könnt einstellen, überall auf Twitch oder auf YouTube streamen. Ich habe erstmal die Voreinstellung hier gemacht. Ich gehe immer hier auf 30 FPS, 720 reicht. Und dann je nachdem, welche Bitrate ihr einschaltet. Wenn ihr zum Beispiel so wie ich habe eine 6 Mbit Upload, also Upstream ist 6000, dann solltet ihr hier nicht auf 6000 stellen, das ist ja Quatsch, dann könnt ihr selber gar nicht spielen. Euer Spiel braucht ja auch einen Upstream. Also ich gehe immer so auf die 3500 bis 4000 das Maximum hier. Also 3500 gibt auch schon ein super Bild. Bei 720p. Ihr könnt auch schon höher gehen auf 1080, würde ich aber nicht empfehlen, es bringt euch nichts. Ja. Und mehr als 30 Bilder streamen ist auch Quatsch. Von daher, mit den Funktionen habe ich so eingestellt auf Twitch und auf YouTube genauso. Und dann einfach auf Speichern und ja, Broadcast, wenn ihr startet, dann wird eben eine Live-Übertragung veranstaltet, genau wie bei euren anderen Programmen, die man so nutzen kann, OBS etc., wo man dann live streamt über Twitch oder YouTube. Und ich finde, die Funktion ist ja gar nicht schlecht. Man hat noch zu wenig Einstellmöglichkeiten für die Broadcast-Funktion. Aber da die ja schon von Nvidia gesagt haben, das Overlay kann man schon bald einbinden. Es ist ja schon da der Pfad, die Angaben. Funktioniert zwar noch nicht, aber es kommt demnächst. Ich denke mal, die werden sich das ja auch ich sag mal, zu Herzen nehmen, wenn die ganzen Anfragen der Kunden kommen. Bitte bindet das ein. Die Pfade können wir schon eingeben, nur die Datei kommt nicht. Ich denke mal, das wird für die kein Problem sein, dass das klappt. Und ja, dann haben wir noch einmal Galerie. Klickt ihr hierauf, dann öffnet ihr praktisch einmal den Pfad, wo eure ganzen gespeicherten Videos sind. Dann habt ihr einmal eure Mikrofon, da könnt ihr Push-to-Talk machen. Ihr könnt es immer einschalten oder immer auslassen. Ihr könnt es auch anpassen, zum Beispiel, was früher nicht war. Bei der Shadowplace-Variante gab es das nicht, dass ihr das Aufzeichnungsgerät direkt hier einstellen könnt. Ich habe da klar Behringer, weil ich ein Mischpult nutze. Dann könnt ihr die Lautstärke einmal eingeben. Das ist die von der Systemsteuerung von Windows, die ihr sich ausliest hier. Und dann, ich habe zum Beispiel mit einem Rode NT1-A über das Mischpult um 10% verstärkt, wie ihr sehen könnt. Und ich sag mal, der Ton, der hört sich doch gar nicht so schlecht an. Er ist nicht übersteuert. Und ich gehe einfach auf Save und das war's. Kamera ein- oder ausschalten. Ich habe die Webcam zum Beispiel ganz ausgeschaltet. Ich brauche sie nicht. Das waren eigentlich die Funktionen von dem neuen Share. Ich gehe nochmal zurück auf die Experience-Oberfläche. Und ja, da haben wir nochmal einmal die Tastenkombination, die ich vorhin erwähnt hatte. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch das Ein- und Ausschalten, Multiplay. Könnt ihr hier zum Beispiel FPS-Zähler ein- und ausschalten. Ja, könnt ihr das selbst. Ihr könnt die Tastenkombination auch verändern, wenn ihr irgendwo reinklickt. Das ist eigentlich so kein Problem. Und ich bin mal gespannt, was sich noch hier ändern wird, was das Overlay betrifft. Das überrascht mich noch sehr, weil die Aufnahmen sind selber, wir müssen mal gucken, die GTA-Aufnahmen, die ich gemacht habe, die letzte zum Beispiel auch mit den Einstellungen für mein GTA 5,
Das ist ja hiermit aufgenommen mit der Share-Funktion und ich bin eigentlich begeistert. Ich habe zwar, bin starker OBS-Fan. Ich habe ja mit Open Broadcaster überwiegend immer aufgenommen. Ich finde es Top-Programm. Gibt es keine Meinung. Allerdings, wenn das mit Nvidia alles so gut klappt, wie ich mir das gedacht habe, bleibe ich na klar erstmal da. Weil es hat Vor- und Nachteile. Die Nachteile sind na klar, man hat nicht so viel Funktion wie in OBS, ist klar. Allerdings die Qualität und die FPS-Rate ist stabiler, wenn ich mit Share aufnehme, als mit OBS. Da kann ich machen und einstellen, was ich will bei OBS. Das Bild wird hier definitiv besser und die Datei wird kleiner. Was bei OBS kann man zwar einstellen, aber trotzdem ist es mir zu, ich sag mal, es ist okay mit OBS. Ich habe da vorher auch nicht meckern können. Allerdings bin ich damit mehr zufrieden mit der Share-Funktion jetzt von Nvidia, von GeForce Experience. Allerdings die Beta sollte hoffentlich mal zu Ende gehen, dass man auch eine offizielle Version bekommt. Und ihr bekommt die Beta-Version. Wenn ihr zum Beispiel Nvidia Experience schon drauf habt und da ist noch Shadowplay bei euch hier drin statt Share, geht ihr einfach mal auf den Punkt Allgemein, klickt hier unten auf Beta-Updates und geht hier auf GeForce Experience, macht da einen Haken bitte rein, ladet euch dann einfach die Beta, macht ein Update und schon habt ihr hier nicht mehr das Share Dings vorher, dann habt ihr hier Share und nicht mal Shadowplay, was vorher da stand. Und da habt ihr auch die neuen Funktionen. Sollten noch Fragen sein, was das betrifft, schreibt einfach rein in die Kommentare und ich bemühe mich so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu antworten. Man kann nicht alles beantworten. Na, ich bin ja nicht der Erfinder von Experience, von GeForce. Allerdings so die meisten Punkte kenne ich da selber. Ich habe auch schon selbst in den Foren vieles gelesen und geschrieben im Supporter. Und ja, wenn da Fragen sind, schreibt in die Kommentare rein. Ich bemühe mich. Ich sage auf jeden Fall, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Kung Lao HD.